Moin Leute, Carsten hier. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sky Attack. Heute wollen wir eine Sache bauen, die wir theoretisch in Skytech schon mal gebaut haben, aber noch nie so ganz benutzt, und wir werden sie heute ein bisschen anders bauen. Ich habe nämlich ein Projekt, das ich gerne angehen würde. Die Rede ist von nichts Geringerem als einem Full Netherite Beacon. Ich habe mir das irgendwie in den Kopf gesetzt, weil wir mittlerweile eine komplett automatische AFK Wither Farm haben. Ihr habt vielleicht das Video dazu gesehen, wo wir die das erste Mal aufgebaut haben. Seitdem hat sich ein bisschen was verändert. Ich habe super viel nochmal an dem Design geschraubt, und sie funktioniert jetzt, so wie sie gerade ist, basically komplett AFK. Also mit Player Input natürlich, aber wir müssen nichts anderes machen, müssen keine Buttons drücken, sondern wir stellen uns einfach nur in diesen Kessel hier rein, kriegen dann automatisch über den Dropper Soul Sand ins Inventar gelegt. Das heißt, wir können einfach nur hier stehen und Rechtsklick drücken, einen Buddha nach dem anderen beschwören. Wir können auch die ganze Zeit weitermachen. Selbst während die Buddha da sind, müssen wir nicht aufhören. Der Soul Sand, der dann kaputt geht, der wird einfach recycelt. Der landet hier in den Hoppern, kommt dann hier unten über einen Itemfilter wieder zurück und landet wieder in dem Dropper, wo wir das Ganze zurückbekommen. Und zusätzlich haben wir hier hinten einen Input, wo praktisch Double Chest after Double Chest after Double Chest an Soul Sand stehen kann. Und damit können wir einfach so viele Wither, wie wir wollen, hintereinander töten. Wir haben es das letzte Mal so mit 20 Stück oder so hintereinander ausprobiert. Ihr seht, wir haben ein bisschen Zeug gefarmt. Minimal. Und das ging alles fit. Also vielleicht kann es manchmal Probleme geben, wenn es extrem viele sind, so dass er bei 100 Withern einmal fällt oder so. Das wäre ein bisschen doof. Aber grundsätzlich bin ich mit dem Design voll zufrieden. Das heißt, es wird hoffentlich, wenn es klappt, auch bald ein Video dazu geben, wie das generell gebaut wird. Ist das neue Design davon. Und mit dem Ding würde ich eben sehr gerne einen Full Netherite Beacon machen. Weil es wirklich, wirklich, wirklich geil wäre, wenn wir das so hinbekommen und das hier so aufbauen können. Dafür brauchen wir allerdings sehr viele Dinge. Wir brauchen ja Wither Skulls und Soul Sand. Ihr könnt euch sehr gerne mal die ganzen Zahlen ausrechnen in den Kommentaren, wie viel wir dafür brauchen, an wie viele Wither wir töten müssen, wie viel Netherite wir brauchen, wie viel Soul Sand wir dafür brauchen und wie viele Köpfe wir dafür brauchen. Es wird nämlich ridiculous viel werden. Ich habe schon einiges an Köpfen gefarmt. Das hier ist nicht mal 1% von den Köpfen, die wir brauchen. Es sind schon super viele, aber es ist nicht mal 1%. Und ich habe auch schon einiges an Gold gefarmt, weil wir natürlich Soul Sand über Bartering bekommen. Das heißt, wir haben hier Gold, das sind jetzt ungefähr 20% von dem Gold, das wir brauchen, und das müssen wir eben komplett durchtraden lassen von super vielen Piglins. Wir haben einmal einen Piglin, der automatisch die ganze Zeit bei Pillars Gold Farm tradet, aber wir bauen heute die neue Bartering Station auf, die unser ganzes Gold eben traden wird, mit einem Shulker Box Unloader und mit dem Shulker Box Loader. Das heißt, wir haben nicht diese riesigen Kisten-Arrays wie letztes Mal, sondern wir haben praktisch oben einen Input, wo wir Shulker Boxen voller Gold reinmachen. Die werden dann aufgeteilt, werden getradet, und unsere fertigen Sachen, die werden genauso wie eine Eisenfarm, die by the way absolut geil läuft, direkt in Shulkerboxen geladen. Das heißt, wir haben, oder hier steht dann die Shulkerbox, ich habe vorher was rausgenommen, und da in der Shulkerbox laden wir dann eben unsere Items, und die werden gefiltert, und dann eben die volle Shulkerbox wird dann eingelagert. Ist sehr viel kompakter, sehr viel cooler. Ich habe super viel Zeug dafür vorbereitet. Ich glaube, alleine Vorbereitung für die Folge waren jetzt so um die 4 Stunden an Holzfarm, an Redstonefarm, an Goldfarm und so weiter und so fort. Das heißt, wir gehen rüber in den Nether. Ich habe schon ein bisschen was angefangen und geschaut, wie wir das am besten machen können. Das zeige ich euch gleich. Und mit dazu sei gesagt, weil das wieder am Anfang des Videos da ist, mein Bad Lion Cave ist endlich released. Falls ihr Bad Lion nicht kennt, ist es praktisch Minecraft-Client, den man benutzen kann. Und da gibt es Cosmetics von verschiedenen YouTubern. Unter anderem gibt es jetzt Minecave dort. Dafür ist der Trailer am Anfang des Videos. Wenn ihr Bad Lion benutzt oder ihr Bock drauf habt, dann schaut euch das gerne an und guckt mal vorbei. Ansonsten haben wir die Kisten. Die reißen wir jetzt gleich alle ab. Trotzdem wird das ganze Konstrukt ungefähr so groß wie das hier. Und wir beginnen erstmal mit basically den Hoppern und so, und dann zeige ich euch gleich, wie wir einen Shulkerbox-Loader aufbauen und oben dann einen Shulkerbox-Unloader und dann eben die ganze Trading Station wie das letzte Mal. Nur diesmal cooler, effizienter und probably ein bisschen nicer. Unsere Basic-Plattform ist da. Ich habe jetzt nochmal nachgeguckt und geschaut, wie wir das am besten gleich aufbauen wollen. Wir beginnen einfach mal mit unserem ersten Modul, was den Shulker-Loader angeht. Ursprünglich wollte ich praktisch für jedes Sortiermodul einen eigenen Shulker-Loader bauen, aber ich glaube, wir machen es so, dass wir die Module zusammenkoppeln. Das heißt, wir haben 4 Filter, die aber in einen Shulker-Loader gehen, wenn das Sinn ergibt. Ich hoffe schon. Wenn nicht, dann werde ich euch gleich nochmal zeigen, was genau damit gemeint ist. Aber wir bauen jetzt praktisch einen Shulker-Loader auf, welcher dafür verantwortlich ist, unsere Shulker zu beloaden. Das ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ich habe sehr viel Zeug hier drin vorbereitet. Ich gucke mal, dass wir alles dafür brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall Dropper, Observer, Dispenser, wir brauchen Sticky-Pisten, wir brauchen Repeater, wir brauchen Barris, wir brauchen Redstone Block und einen
Button, theoretisch. Aber dann sind wir, glaube ich, so gut wie fertig, damit wir das alles hinbekommen. Ich habe nebenbei auf dem zweiten Monitor noch das Ding auf, wo wir das vorgebaut haben. Deshalb müssen wir manchmal ein bisschen nach links rüber lunzen. Aber ich versuche trotzdem, so gut es geht, zu erklären, wie alles funktioniert. Da kommen später unsere vollen Schalker-Chests raus. Also da kommen wir immer hin und dann haben wir halt super viel Platz, wo wir die ganzen Sachen einlagern können. Jetzt müssen wir nur ein bisschen sketchy bauen, denn wir haben praktisch... wo sind meine Comparator? Habe ich die nicht mitgenommen? Verdammt. Wir brauchen... Comparator. Hier, there we go. Da fangen wir praktisch an, denn hier auf dem Ding wird später unsere Schalker kaputt gehen. Das heißt, wir haben hier einen normalen Comparator. Den vergleichen wir mit einem Signal von 15. Das heißt, einfach nur kompletter Redstone-Block. Das habe ich erst bei dem letzten Schalker-Box-Loader gecheckt, dass das actually ein Thing ist so. Dann kommt das nämlich hier hin und auf dem Block darunter, auf diesem hier, geht später unsere, oder auf dem wird später unsere Schalker platziert. Das heißt, wir haben hier einen Dispenser, der zeigt nach oben, der platziert unsere Schalker und in den Dispenser guckt ein Dropper. Das sollten wir vielleicht chillig so bauen, dass das auch klappt. Das ist über dem Void halt ein bisschen scuff, ne? Ja, aber der Dropper geht praktisch in den Dispenser, seine Schalkerbox. In den Dropper zeigen zwei Hopper, wunderschön. Und dann haben wir praktisch später hier unsere Schalkerbox. Die wird komplett voll gemacht. Und wenn sie voll ist, gibt es ein Signal aus und ein Piston dahinter macht das ganze Ding kaputt. Das heißt, wir haben hier später einen Sticky Piston an dieser wunderbaren Stelle. Dann haben wir hier einen der Hopper, die unsere Schalkerbox befüllt. Da haben wir noch ein paar mehr dazu. Das heißt, hier steht später die Schalker. Und wir befüllen ja jetzt von vier verschiedenen Seiten. Das heißt auch von, oder von drei verschiedenen Seiten. Hier ist noch ein Hopper. Dann haben wir hier noch einen, der da rein zeigt. Und die nächste Reihe, die ist dann hier. Und der geht dann von da runter. Und die vier, die wir jetzt hier haben, diese vier Hopper, die werden wir ein bisschen weiter oben filtern. Also da filtern wir unsere Items raus, die hier reinkommen. Und dann befüllen wir praktisch mit Triple Hopper Speed, glaube ich. Bin mir nicht ganz sicher. Unsere Schalkerbox. Und dann kommt es nicht irgendwie zu Verstopfungen oder so. Was ziemlich cool ist. Jetzt brauchen wir einen Observer, andersrum, der praktisch das Signal hier ausliest, wenn sich das changed. Das können wir mal ganz kurz wegmachen. Machen hier einen Observer hin. Da kommt wieder unser Hopper oben drauf. Und dann machen wir hier einen Observer, der nach hinten zeigt. Und unter den kommt nochmal ein neuer Observer. Welcher? Kommen wir da irgendwo hin? Das könnte ein bisschen sketchy werden, ne? Dann kommt hier unser Observer dran. So, und jetzt sind wir dann. Das ist unser Schalker-Box-Loader, den wir hier praktisch brauchen. Heißt, wir haben später... Oh, hier fehlt noch ein Barrel. Das kommt hier oben drauf. Und da sind praktisch unsere leeren Schalker-Chests drin, die dann später hier dispensed werden. Können wir jetzt einfach mal ganz kurz probieren. Ha, ich habe jetzt nicht so viele Schalker-Boxen dabei, mit denen wir es ausprobieren könnten. Wir holen mal ganz kurz weiche Sekunde. Schalkerboxen sind da. Jetzt können wir das ein bisschen besser demonstrieren. Wir haben eine Schalkerbox Base, die voll ist mit Gunpowder. Das heißt, die werden wir jetzt gleich benutzen, um zu zeigen, wie das System funktioniert. Die machen wir einfach hier rein. Die wird dann natürlich hier geprimed, praktisch in den Dropper, so gesehen. Und dann machen wir nochmal eine Schalkerbox, die komplett leer ist. Die wird dann praktisch danach aufgefüllt. Jetzt haben wir Gunpowder als Beispiel. Das heißt, normalerweise wird hier dann irgendwie später Blackstone oder so sein. Das machen wir hier oben rein oder in einen anderen Hopper. Und jetzt müssen wir das System einmal ganz kurz vorprimen. Das passiert später automatisch durch unser Storage-System, aus irgendeinem coolen Grund. Also habe ich aus Zufall rausgefunden, aber ist, glaube ich, gerade relativ nice. Und wenn wir jetzt drücken, dann wird die Schalker gleich dispensed. Zack, there we go. Die wird jetzt befüllt mit unserem Gunpowder. Und sobald sie ganz voll ist, was hoffentlich gleich der Fall sein sollte, dann, zack, geht die kaputt und die neue Schalker ist da. Das ist jetzt die ganz leere Schalker, die wir davor hatten. Also die in der ist absolut gar nichts drin. Da kommt jetzt theoretisch wieder das Gunpowder, wird da reingelegt. Aber die restlichen, oder die Schalker, die davor da drin war, die ist komplett voll hier drin. Und das heißt, wir legen einfach nur später in unser Barrel leere Schalker rein und das komplette System gibt dann hier unten volle Schalkerboxen aus. Sparen wir uns halt so viel Platz und so viele Hopper und es ist einfach cool, weil ich sowas immer mal haben wollte. Ich wollte schon immer ein Schalkerbox-Lagersystem oder so. Das wollen wir jetzt also ein paar Mal teilen, ein paar Mal aufbauen so. Und darüber dann natürlich unser Filtersystem. Also da über das Ding kommt theoretisch ein ganz normaler Itemfilter, indem wir beispielsweise erstmal, ich glaube, zwei Reihen brauchen wir. Ja doch, wir brauchen zwei Reihen. Genau, und hier fängt dann schon unser Filter an. Also wir haben so und so. Und auf dem hier beginnt unser Filter. Und die legen wir dann natürlich nochmal. Da können wir Comparator schon mal hinmachen. Da kommen dann die hin, die in die Comparator zeigen oder egal wohin. Und darüber... Nee, an denen ist schon. Genau, nee, das passt schon. Und auf der Seite hier kommt dann später unser Eis, wo die Items drüber fliegen. Okay, ich hoffe mal, das passt, oder? Aber sollte es rein theoretisch. Unsere Fackeln sind da dran, ne? Ah nee, der ist ja ein Block weiter hinten. Nee, okay, passt. Hier drüber ist unser Repeater, ne?
auf den Block hier. Ja, doch, okay, all good. Sekunde, Filter bauen und da ist das ganze Ding. Wir haben oben ist einfach nur die Hopper, wie gesagt, Filtersystem. Basic as always, da kommen ja die Items rein, darüber die Torch und dann sind wir soweit fertig und dann haben wir hier unser Shulkerbox-Loading-System. Das heißt, das Ding machen wir jetzt nochmal 24 Mal, mehr oder weniger. Also wir haben nicht für alle Module gleich viele Items, weil es ja unterschiedlich oft irgendwelche Items gibt. Wir müssen gucken, was genau wir sortieren wollen und wie oft wir das sortieren wollen, weil wir hier zum Beispiel auch noch Narek rausbekommen. Das hier wird jetzt basically für Blackstone, das heißt, das sollten wir vielleicht schon mal irgendwie markieren, damit wir das haben. Aber dann machen wir die ganzen Module jetzt einfach nur zur Seite weiter rüber. Und danach kümmern wir uns um das Bartering-Ding. Gut, Basics sind vorbereitet, Freunde. Es sieht schon sehr, sehr extrem aus. Die ganzen Smoothstones, die wir hier haben, das ist praktisch der Spot, wo später unsere Shulker steht. Das heißt, wir haben hier 2 Vierer-Module, 3 Dreier-Module, 3 Zweier-Module und 5 Einser-Module, wo die Sachen einsortiert werden. Eins davon ditchen wir für Netherrack, also irgendwie, ich glaube, Fire Charges ditchen wir für Netherrack. Und ansonsten können wir jetzt den ganzen Shulkerbox-Unloader wieder aufbauen. Den ganzen Shulkerbox-Loader, also das Ding werden wir jetzt einfach derzeitig rüber kopieren, damit wir dafür alle Items eben die Sache haben. Wir haben den Ding hier einen zu weit gebaut, aber ansonsten geht es damit weiter. Freunde, we did it! Wir haben unsere kompletten Shulkerbox-Loader fertig. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr, sehr wild aus. Ich hoffe natürlich auch, dass alles funktioniert. Also wenn bei dem System später was kaputt geht, dann ist nochmal ein größeres Desaster als bei einem normalen automatischen Lager. Aber pretty much sollte alles richtig eingestellt sein. Wir haben über unsere ganzen Sachen. Hier ist natürlich schon die Shulkerbox und sowas, ne? Die Signal ausgibt. Sonst haben wir, glaube ich, außer wir haben irgendwo einen Dropper oder einen Hopper oder so falsch platziert, sollte alles passen. Die gehen immer hier rein, die beiden, oder die gehen in den. Da ist auch ein Hopper, genau, die gehen in den, die gehen in den und da haben wir die 5 einzelnen. Sonst, glaube ich, wirklich perfekt. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch das Eis oben. Das haben wir sogar auch da, das können wir schon mal vorbereiten. Und danach können wir den ganzen, ich habe sogar Blue Eis gemacht. Wir haben uns nicht lumpen lassen, sondern wir haben uns direkt Blue Eis gegönnt. Und nicht nur Packed Eis brauchen wir sogar, weil wir sonst die Items nicht... Wie oft willst du noch runterspringen, Heiko? Weil wir sonst die Items gar nicht so weit schleudern könnten. Und alle Items, die wir nicht einsortieren, die schlittern am Ende einfach hier runter ins Void und sind dann dead. Könnten wir auch ins Feuer machen, aber ich glaube, Void ist probably vielleicht sogar ein bisschen besser. Darauf kommen überall Buttons, by the way, damit hier nichts spawnen kann. Ich hoffe, wir haben sonst jetzt nicht so viel freie Spawnfläche, aber in der Theorie sollten wir gar nichts haben. Und dann kommt eben unser ganzes Trading-System hinten dran. Also nach hier hinten. Erster Aufbau unserer Station läuft. Auch wenn es tatsächlich sehr kompliziert ist. Also das Design ist auf gar keinen Fall von mir, was wir gerade machen. Wir haben einmal versucht, ein bisschen was Eigenes zu designen, aber das ging komplett nach hinten los. Deswegen war das nicht unbedingt die beste Idee. Das ganze Ding ist von Logical Geek Boy. Wenn ihr das selber auch bauen wollt, dann guckt mal in die Videobeschreibung. Da ist der Link dazu, wo die ganzen Sachen zu sehen sind. Ansonsten würden hier später unsere Piglins drin chillen. No, 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 no. We don't do that here, my man. Wir sind kein Fan vom komischen Gas, die auf meine Konstruktion schießen. Hier chillen Peter unsere Piglins. Ihr kennt das, wenn ihr die Folge gesehen habt. Aber wir bauen das Ding jetzt einfach mal fertig. Wie gesagt, das ist genau das gleiche wie das letzte Mal. Außer, wenn wir noch einen Shulkerbox Endloader dazu machen. Aber das steht noch nicht ganz fest. Würde ich aber trotzdem, glaube ich, ganz gerne machen oben hin. Freunde, wir haben alles aufgebaut. Es ist alles soweit funktionstüchtig, glaube ich. Eben das ganze System. Hier ist die ganze Schaltung dafür. Das ist einfach nur eine Hopper-Clock, die das Ganze hier triggert, die dann die Dropper aktiviert und gleichzeitig auch die Pistons, damit die Items wegschieben. Hier oben ist der Input für Gold. Oh krass, guck mal. Die Shulker-Farm ist geladen, wenn wir hier sind. Oh oh. Aber einerseits ist das gut, ne? Aber krass, dass die gerade funktioniert. Warum? Es sind nur wir online. Weird. Okay. Aber hier kommt, bringt er schon so Gold später an. Und da soll jetzt eben der Shulkerbox-Unloader drüber. Das müssen wir erst noch bauen. Das wird nämlich auch, wie gesagt, nochmal wild. Das heißt, wir testen das mal eben im Singleplayer aus. Dann überprüfen wir nochmal die ganzen Hopper und so. Dass eben beispielsweise hier keine Items drin sind, wie jetzt gerade da der Fall war. Das darf nämlich wirklich nicht sein. Sonst haben wir ein Big Problem. Genauso wie in der Chest und so. Weil sonst eben die Shulkerbox immer voll wird. Und ja, jetzt testen wir erstmal Shulkerbox-Unloader. Wir haben ein System. Es ist gigakompliziert zu bauen. Ich hätte echt nicht gedacht, dass das so wild wird. Es ist auch ein bisschen komplizierter, als wir es eigentlich brauchen würden.
Deswegen ist hier gerade so eine riesige Gap. Normalerweise ist das Ding später noch ein weiter unten. Aber ansonsten wäre das System, dass wir hier oben unsere vollen Shulkerboxen reinlegen. Also die Shulker, die dann gefüllt sind mit Gold. Die werden einfach dispensed. Zack, gehen dann kaputt und die leeren Shulkerboxen liegen dann wieder hier. Das heißt, da können wir dann eben unsere ganzen Chests voll mit Shulker rein droppen. Und das ganze Gold kommt dann hier an. Das heißt, dieses kleine Ding hier, es sieht gar nicht nach so viel aus. Es sind nur ein paar Blöcke, die halt weird miteinander interagieren. Ich habe jetzt auch nicht genau so geguckt, wie es funktioniert. Deswegen wäre es wahrscheinlich ein bisschen einfacher. Aber ja, das Ding bauen wir jetzt einfach mal ganz kurz auf dem Server und hoffen, dass es funktioniert. Wir sind mit dem Shulkerboxen-Loader fertig, hoffe ich. Er sieht auf jeden Fall so aus, glaube ich, wie er aussehen soll. Ich kann euch das nicht ganz erklären, weil ich mich jetzt nicht damit beschäftigt habe, wie es funktioniert. Das sollte ich auf jeden Fall unbedingt nochmal tun, weil das, glaube ich, ein relativ gute Sache ist, das zu verstehen, aber hier oben kommen praktisch unsere vollen Shulkerboxen mit Goldingots rein. Die werden dann dispensed, also die kommen hier unten rein. Dann gibt das Ding hier Signal aus, die werden also dispensed, werden nach hier unten gesetzt. Dann checkt der Comparator, ob die leer ist, und wenn sie dann irgendwann leer ist, dann wird sie kaputt gemacht. Das ganze Gold geht über diese Hopper. Das sind super viele Hopper jetzt. Ich weiß nicht, irgendwo hätten wir bestimmt sparen können. Ich habe es jetzt einfach so gebaut, was funktioniert. Die ganzen Sachen gehen dann runter eben, das heißt die Goldingots bis in die Dropper, und die leeren Shulkerboxen, die gehen über den Pisten hier, der macht die kaputt. Und die landen dann hier praktisch in dieser Chest. Das heißt, basically sind wir jetzt dann. Das letzte, was wir brauchen, sind eben Piglins, die wir irgendwie hier in das Loch reinbekommen müssen. Das wird sehr, sehr, sehr wild. Außerdem sollten wir schauen, wie gesagt, ob hier irgendwo noch Items sind, die, ja, sehr viele, glaube ich sogar, die wir alle rausfiltern sollten, damit wir hier nicht irgendwelche Probleme bekommen. Sieht man das hier immer relativ easy. Und dann holen wir uns jetzt ein paar Piglins, zumindest einen, und schauen mal, ob der Bock hat, ein bisschen für uns zu traden. Wir haben den ersten Piglin. Er ist auf unseren Fersen. Es sieht sehr, sehr gut aus. Der braucht auf jeden Fall später noch Boots oder Nametag oder so. Ja, sieht sehr, sehr gut aus gerade. Verdammt, ich habe vergessen, hier eine Ding hinzumachen. Aber, ja, das war doof. Normalerweise sollte hier nämlich noch eine Trapdoor sein. Die habe ich gerade nur vergessen. Das war ein bisschen stupid. Wie machen wir das jetzt, dass er mich nicht tötet in der Zeit? Oh, das ist sehr doof. Bitte sterb nicht. Bitte renn da nicht runter. Okay, warte, jetzt müssen wir irgendwo hin. Nein, der ist schon runtergelaufen. Goddammit. Okay, warte. Kriegen wir, glaube ich, trotzdem noch hin. Wir machen nämlich so. Und dann kriegen wir den bestimmt irgendwie wieder hier hoch. Komm mal her. My man, wo bist du? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Also, ich habe die einen zu spät geplaced. Okay, warte, Trapdoor muss hier hin. Er kommt hier hin, er läuft rein, er fällt runter und er ist drin. Sehr gut. Okay, Hammer. So wollen wir das Ganze haben. Das müssen wir jetzt eigentlich nur noch ein paar Mal wiederholen. Im besten Fall geben wir denen eben, wie gesagt, irgendwie eine bestimmte Art von Boot oder sowas, damit die da Bock drauf haben. Kann natürlich sein, dass der gleich despawnt. Let's hope not. Aber ich hole mal ganz kurz ein paar Boots, oder er könnte sogar schon traden rein, theoretisch. Dann zieht er sich seine eigenen Boots einfach an. Wir können jetzt einfach schon mal probieren, hier drüben Gold reinzulegen. Denn wenn wir alles richtig gemacht haben, wie schnell das gerade leer gesaugt wurde, dann sollte der jetzt gleich schon das erste Gold bekommen. Sehr gut, er wird natürlich komplett überhäuft mit Gold. Und der sollte jetzt auch das erste Item bekommen, oder das erste Item eben traden, was auch immer das sein wird. Und das sollte dann einsortiert worden sein, ne? Es war jetzt erstens Gold und hier wurde auch Gold. Hat er sein Item nicht einsortiert oder sein Item nicht gegönnt? Jetzt hat er getradet. Okay, und was hat er? Ein Fire Charge getradet. Und Gravel. Zwei Sachen hat er schon getradet. Weird. Okay, genau. Die Filter müssen wir natürlich alle noch machen, damit hier alles richtig ist. Das sollten wir vielleicht davor schon tun. Ich hoffe, der despawnt nicht. Ansonsten holen wir uns auf jeden Fall nochmal ein paar Iron Boots und andere Sachen. Wir riskieren es einfach mal. Und dann können wir den Shulker Loader und sowas ausprobieren alles. Und die ganzen Filter müssen wir einstellen. Das wird super wichtig. Freunde, das ist unser finaler Piglin. Damn, das hat wieder so ewig gedauert. Ich habe ganz vergessen, was für ein Krampf das letzte Mal war. Die ganzen Piglins in das Loch reinzubekommen. Aber es ging sogar, ja, es ging halbwegs klar, würde ich sagen. Wir haben hier den letzten, wenn der gleich mitkommen würde. Wir haben super viel Stuff gemacht. Wir haben unsere Filter schon komplett eingestellt, deswegen leuchten hier gerade alle Lämpchen. Und jetzt müssen wir nur noch den Kollegen hier drüben reinbekommen und dann sind wir final fertig. Ich glaube, alle sollten Boots haben, bis auf vielleicht einen oder sowas, der schon Boots hatte. Aber plack, da war's. 24 drin. Let's go! Bang! Ah, das heißt, wir sind jetzt komplett fertig. Wirklich, final. Obwohl, noch nicht ganz, ganz komplett final, aber wir sind relativ final fertig. Wir haben unsere ganzen Filter eingestellt, wie ihr sehen könnt. Wir müssen natürlich noch die ganzen Shulkerbox-Loader mit Shulkerboxen befüllen. Das ist das Ding. Und sie eben einmal primen, damit die schon mal ready sind und schon mal anfangen können, Sachen für uns zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt mal ganz kurz rüber, holen uns die ganzen Shulkerboxen. Wir machen, also 10 Stück reichen, um genug Souls zu haben. Deswegen machen wir hier 10 rein, bei den anderen kein Plan, wie viel. Ich glaube, wir befüllen hier einfach komplett ein Barrel oder sowas auf den Dreh.
Und dann können wir ein paar Schalker-Boxen voll mit Gold-Ingots machen, die oben reindumpen und schauen, ob alles funktioniert. Ich bin übergehypt. Ich habe noch nie sowas Großes, Komplexes gebaut, glaube ich. Was das alles angeht, auch nicht mit diesen Schalker-Box-Fillern oder so. Aber ich bin excited. Ich bin sehr, sehr excited. Also craften wir und dann probieren wir. Craften und probieren. Ich habe mir ein paar Schalker-Boxen mit Gold vorbereitet. Wir haben die ganzen Dropper mit Schalker-Boxen gefüllt. Jetzt können wir anfangen, die zu aktivieren. Das heißt, zack. Damit würde jetzt die erste Schalkerbox dispensen und die ist ready, befüllt zu werden. Das müssen wir jetzt bei allen einmal machen. Sehr gut. Dann drücken wir auch hier final den Knopf. Dann haben wir noch eine leere mit rein. Zack. Die ist da. Und jetzt gehen wir nach oben und füllen oben unsere vollen Schalkerboxen ein. Also einfach hier hin. Oh Gott, nicht das Minecart verschieben. Da gehen wir jetzt hin und füllen einmal diese Schalkerbox komplett voll mit Gold und diese Schalkerbox komplett voll mit Gold ein. Die werden dann dispensed, werden komplett leer gesaugt in Hyperspeed. Die leeren Schalkerboxen gehen kaputt, landen unten in der Kiste und die Piglins sollten einfach nur die 24 Stück haben wir jetzt eben drin, die sollten traden, dann die Items rüberschießen, die Non-Stackballen, die wir nicht wollen, die werden einfach hinten ins Void droppen und der Rest wird einsortiert in die Schalkerboxen und wir sind hoffentlich glücklich. Und here goes nothing. 3, 2, 1. Schalkerboxen sind da, wird dispensed. Schalkerbox wird leer gesaugt. Auf Überspeed-Basis, hoffe ich auf jeden Fall. Sollten wir gleich sehen. Dauert natürlich ein bisschen. Bis natürlich auch unten das erste Gold ankommt. Wenn hier nichts kaputt gegangen ist. Aber fingers crossed, dass es funktioniert. Oh, bisschen Panik, dass hier irgendwas nicht so ganz funktioniert. Irgendwas ist gerade ein bisschen weird. Das Gold ist auf jeden Fall hier drin, aber es wird nicht weitergegeben. An die unteren. Muss die Rail hier noch weg? Damn, muss die Rail da noch weg? Ich glaube, die Rail hier muss noch weg, oder? Muss die Rail weg? Oh, ich weiß es doch nicht. Ah, wenn wir die jetzt wegmachen, ist ganz, ganz schlimm. Aber es kann sein, dass die weg muss. Oh, will ich die wegmachen? Oh, ich will sie bestimmt nicht wegmachen. Wir machen sie weg. Why? Hä? Sekunde mal. Vorne Fehler gefunden. Ich habe die Minecarts falsch aligned. Ich habe die Minecarts vorhin von der Seite hier reingedrückt, aber wir müssen sie von der anderen Seite, also von hier drüben, reindrücken. Das heißt, wir müssen hier nochmal alles wegmachen. Ich habe gerade mit dem Hebel die Anlage ausgemacht, damit wir nichts kaputt machen oder so. Da kriegen wir jetzt halt die ganze Zeit super viel Gold so. Das fand ich so wild. Das machen wir irgendwie nochmal einfach rein. Wir holen uns die eben. Wir machen das eben kaputt. Ihr seht, die sammeln gerade überhaupt nichts auf. Wir können das mal meinetwegen irgendwie hier reinlegen. Wir brauchen nur Zwischenlager dafür gerade. Und dann müssen wir die Minecarts, die unteren eben, also die hier, von einer anderen Seite da reindrücken. So crazy, dass das einfach einen Unterschied macht. Das sind legit so 2 Pixel oder sowas. Aber hey, wenn das dann funktioniert, dann bin ich sehr zufrieden. Problem ist gefixt. Jetzt können wir das Ganze nochmal probieren. Das System ist gerade noch aus, aber wenn wir hier unser Gold reinbekommen und wir das später dann haben, dann wäre das wild. Wir haben hier unsere Schalker-Chests. Wir machen erstmal die hier. Die ist ein bisschen weniger. Die wird dispensed. Sehr geil. Und Gold kommt an. Let's go. Das war der Fehler. Hammer. Sehr, sehr geil. Dann können jetzt auch die andere hier rein. Das heißt, ich glaube, ich habe alle Hopper auch überprüft, dass jetzt hier kein Müll mehr drin ist. Gerade eben Iron Rails wären sehr, sehr schlimm. Ey, und dann können wir anschmeißen. Zack. Dann bekommen die Gold dispensed. Traden das ganze Gold. Warte, jetzt sehen wir gleich. Jetzt sollten wir hier gleich sehen, wie die ganzen Items fliegen, nachdem sie fertig sind. Die droppen die, zack, beim nächsten Mal. Nächste Welle auf jeden Fall. Das erste Mal ist immer kostenlos, basically. Und jetzt werden die gleich rübergeschoben, zack, werden alle einsortiert. Da hinten das letzte und die Sachen, die wir nicht einsortieren wollen, die werden wir einfach wegdroppen. Aber sonst sollten die praktisch jetzt bis hierhin und der Rest, der fällt einfach hier unten ins Void. Da müssen wir noch wegmachen. Oh, es geht einfach. Let's go. Dude, so sick. Guck mal, da kommen die nächsten Items und die liegen jetzt dann eben alle hier drin, werden komplett einsortiert von unserem System und dann eben in unsere Schalker befüllt. Das sehen wir jetzt nicht, das können wir gleich mit Camera-Count einmal gucken, dann kann ich euch das zeigen. Aber ansonsten können wir jetzt legit einfach hingehen und Schalker-Boxen full of Gold hier oben reindroppen. Guck mal, der hat die erste schon geleert. Die erste müsste jetzt hier drin sein, die leere, oder? Yes! Banger! Oh mein Gott, das ist so geil. Ach man, ich liebe Minecraft-Chat. Es ist unglaublich. Warte, wir machen die nochmal hier hin. Legen wir die gleich nochmal nach. Zack, mit Gold. Und wenn er die dann leer hat, dann nimmt er gleich die nächste. Hier sollte sich Gold jetzt schon sammeln, richtig? Weil also wir haben da so viel Speed dort oben. Da sind irgendwie 4 Hopper-Minecarts oder so. Und da unten ist nur eins. Aber trotzdem geht alles. Also scheint alles komplett 100% zu funktionieren. Dem Kollegen müssen wir wegmachen, müssen noch spawnproofen und so. Aber sonst, ey, sortieren wir die ganzen Items einfach. So übertrieben wild.
Und hier landet eben der ganze Müll. Das können wir hier wegmachen. Dann droppt das da einfach alles runter und sonst ist alles geil. Frage, ob alles da ist. Mit dem können wir nämlich hier reingucken. Wir haben schon 4 Stacks Blackstone. Schaut euch, wie schnell das befüllt wird. 4 Stacks Blackstone. Hier drüben 4 Stacks Gravel. Hier haben wir die Spectral Arrows, Quarz, Iron Nuggets, Soul Sand. Das ist natürlich auch, das ist unser wichtigster Block, ne? Nether Bricks, Pearls, String. Was sollte ich hier normalerweise ankommen? Was sollte da ankommen normalerweise? Bei Pearl String. Was ist hier oben im Filter drin? Netherrack. Ach klar, Netherrack ist super selten. Okay, deswegen haben wir noch keinen Netherrack bekommen. Ey, krank. Also wirklich, wirklich geil. Guck mal, hätte schon die letzte Schalke jetzt leer gemacht. Die sind beide unten hier drin. Hier ist super viel Gold gelagert. Und die Pillions traden jetzt die ganze Zeit 24/7. Traden die das Gold für uns. Da kommen die nächsten Items. Schießen hier rüber, werden alle einsortiert. Und der Rest fällt hinten runter. Let's go. Freunde, ich bin so glücklich, so zufrieden. Ich hoffe, man appreciated. Ich hoffe, ihr appreciated, wie viel Arbeit das war. Guck mal, die Schalker-Farm läuft nebenbei auch noch. Habe ich gar nicht gecheckt, warum auch immer die geladen ist. Kein Plan. Scheinbar reicht das, wenn wir hier in der Nähe stehen, damit die Overwork geladen ist. Ist natürlich auch ganz cool. Will ich mich nicht beschweren. Und dann können wir jetzt unser ganzes Gold durchtraden. Ich hoffe, ihr versteht, dass das hier nur eine kleine Vorbereitung ist für unseren Full Netherite Beacon, weil wir, wie gesagt, 24.000, nee, noch mehr. Wir brauchen, warte, was brauchen wir? Doch, wir brauchen 24.000 Soul Sand. Und die Anlage wird uns hoffentlich diese 24.000 Soul Sands beschaffen. Mal gucken. Vielleicht bauen wir die noch hübsch. Vielleicht bleibt sie auch einfach so bare, wie sie jetzt gerade ist, weil es irgendwie geil ist, die ganze Technik so exposed zu sehen. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Peace.